Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Vanilla Anno 1800. Wir werden uns heute nochmal so ein bisschen um diese Insel kümmern, die wir in den letzten zwei Folgen aufgebaut haben. Ah ja, du bist überlastet und du hast ein Drehsäumchen. Sehr interessant. Liebe Farm, bitte bewegt euren Hintern ein Stückchen weiter, damit das Ganze hier auch sauber funktioniert. Vielen Dank. Ende der Durchsage. was wir natürlich noch berücksichtigen müssen, ist hier definitiv, dass wir auch noch ein paar Arbeitskräfte fürs Öl brauchen. Dementsprechend bauen wir hier die Ölraffinerien einmal schon mal auf, bauen auch den Ölhafen schon mal auf. Kostet ja eigentlich mehr im Unterhalt, wenn wir ihn upgraden? Ja. Dann upgraden wir ihn nur einmal, das muss ausreichend sein. So, da können wir nämlich schauen, das sollten wir eigentlich immer als erstes machen, wenn wir so eine Insel planen, ob das hier sauber funktioniert. Das haben wir leider nicht gemacht. Das wäre es jetzt. Es funktioniert nicht sauber und wir dürfen alles abreißen, neu machen. Nein, also das wird, da bin ich mir sehr sicher, nicht passieren. Eine zweite Boxkampfarena brauchen wir hier auch nicht. Und insgesamt brauchen wir hier gar nicht so viele Einwohner, wie ich gedacht hätte. Dementsprechend werden wir hier eiskalt einfach mal rauskürzen, was rauszukürzen ist. Wir haben hier so schön gebastelt, aber sei es drum, wir brauchen den Platz für andere Dinge. Dementsprechend können wir auch hier mal schauen, was brauchen wir denn noch wirklich? Können wir die ganze Reihe abreißen? Ja, das können wir. Und ja, das sollten wir auch tun. Denn wir können diesen Küstenplatz entsprechend auch nochmal ein bisschen anders nutzen. Dementsprechend bauen wir es mal so. Bauen hier das Lagerhaus und hier die zwei Dinger hin. Können dann hier nochmal abreißen. Und haben hier die Ecke wieder zur freien Verfügung. Ob wir hier jetzt noch mehr Hüte dann am Ende machen oder irgendwas anderes, das sei mal dahingestellt, das weiß ich selber noch nicht. Vielleicht, wie gesagt, fangen wir hier an, schon mal ein bisschen Tabak oder Kakao aufzubauen. Müssen wir einfach mal schauen, was sich vielleicht auch in der alten Welt am meisten lohnt. Zwei Investoren, ja, das ist beides gleich. Das ist beides gleich. Von der Produktionskette her ist aber... Ja, wir brauchen 4 Tabakplantagen für einmal Zigarren. Das ist schon viel. Das ist schon viel. Wenn ich jetzt hier mal so reingucke, das passt halt alles, ne? Aber schaut euch das mal an. 24 Tonnen Kaffee. 24 Tonnen Kaffee. Und wir haben hier 3 Investoren drauf. Wir haben hier gerade mal auf dieser Insel maximal 11.000 Investoren, 220 Gebäude. Die brauchen jetzt schon, ich bin ein bisschen sprachlos, wie viel Kaffee sie brauchen und wie viel Kaffee sie saufen. Ich meine, ich trinke auch gerne und viel Kaffee, apropos zum Wohle. So, auch einen Schluck, bevor der kalt wird. Hier von meinem frischen Kaffee. Ja, die restlichen Inseln, ja, brauchen wir eigentlich schon fast wirklich für die Kaffeebohnen und Kaffeeproduktion, ne? Das ist halt die Frage, ja, hier ist eh keine Kaffeefruchtbarkeit drauf, heißt, da wo keine Kaffeefruchtbarkeit drauf ist, die müssen wir dann nutzen für andere Sachen. Aber da wo Kaffeefruchtbarkeit drauf ist, auch hier werden wir vielleicht Kaffee machen, so ein bisschen. Hier, die Insel ist riesig, auch für Felder. Die ist wirklich sehr, sehr geil. Und die werden wir, denke ich mal, dann nutzen für Tabak und Kakao. Dass wir hier Schokoladen- und Zigarrenproduktion draufhauen. Weil hier können wir schön so kleine Dörfchen bauen jeweils. Hier vielleicht eins, da vielleicht eins. Und dann entsprechend die Produktion machen und die Felder hier bis schön in die letzte Ecke ziehen. Ja, das hier können wir, glaube ich, ganz gut auch Tabak herstellen. Das passt dann schon. So, bevor wir jetzt aber diese Insel hier anfassen,
Wollen wir, wie gesagt, diese hier noch ein bisschen weitermachen und weiter planen. Von dem ganzen Hut-Thema schauen wir auch mal. Wir produzieren 26 Tonnen, brauchen gerade mal 2. Ich vermute fast, wir haben hier sogar schon deutlich zu viel gemacht. Heißt, wir hätten hier auch wieder vielleicht wegkürzen können. Müssen wir dann schauen, wenn wir die neue Welt komplett aufgebaut haben, wo wir nochmal Optimierungspotenzial haben. Aber ich würde mal behaupten, den Stress haben wir nicht und müssen wir uns auch aktuell gar nicht machen. Dementsprechend, ja, deutsche Sprache auch heute wieder schwere Sprache hier in der Aufnahmesession, werden wir, ja, was machen wir, Tabak oder Kakao? Machen wir erstmal Kakao. Bauen wir hier erstmal ein paar Kakaoplantagen. Gucken, wie sich das hier soweit ausgeht. Wie viele wir hier bauen können. Pausieren die natürlich erstmal nochmal. Müssen auch mal schauen, wie weit wir dann hier oben reingehen wollen. Ich würde sagen, wir machen hier wirklich knallhart dicht. Wir machen hier einfach dicht. 128 Felder. Heißt, wir könnten auch. Ne, nicht 1 zu 1 ersetzen. Schade. Das wäre zu einfach gewesen, wenn wir hier sagen könnten, jupp, wir können 1 zu 1 ersetzen. Aber das funktioniert so leider nicht. So einfach will das Spiel das uns nicht machen hier an der Stelle. Und wir müssen hier auf jeden Fall mehr Farmen hinsetzen. So kriegen wir auf jeden Fall platzeffizient ein paar mehr Farmen hier rein nochmal, weil hier doch relativ viel Fläche ist und die mit 128 Feldern jetzt nicht die größten Farmen sind. Zum Glück mal, also da haben wir ja jetzt genug gelitten, hätte ich fast gesagt. So, ich hoffe, das geht sich hier überhaupt aus. Aber wir kommen ja hier auch noch ein bisschen mit Feldern rein. Also das sollte dann nicht das Riesenproblem sein. Oder wenn wir hier jetzt dicht machen, haben wir keine Chance. Okay, das müssen wir doch anders machen. Das müssen wir doch anders machen. Denn wir brauchen mehr Farm, als ich gedacht hätte. Wir brauchen mehr Farm, als ich gedacht hätte. Was gut ist. Aber das müssen wir entsprechend einplanen. So, das müssen wir einmal so stellen, damit hier auch diese Farm rauskommt. Und wir hier anfangen können mit der leckeren Kakaoproduktion. So, und dann puzzeln wir hier ein bisschen weiter. Und bereiten so den nächsten Schritt vor. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt auch in eine der nächsten Folgen, wenn nicht in der nächsten Folge sogar schon, mal wieder in die alte Welt und werden da mal wieder ein bisschen was bauen. Ich glaube, wir haben jetzt erstmal genug neue Welt gesehen. Ich möchte nur diese Insel hier auf jeden Fall zum Abschluss bringen. Das ist mir jetzt eigentlich hier noch wichtig, dass wir die entsprechend einmal, ja, ich sag mal zu 90% fertig machen. Mit den Einwohnern müssen wir dann halt am Ende mal schauen, wie sich das noch ausgeht. Aber ansonsten möchte ich die hier halt soweit fertig bekommen. So, hier darf dann auch ein Lagerhaus rein. Die sollen ja nicht überlasten. Und die Farmen sind auch ganz schön teuer, ne? 7600, dann kosten die Felder nochmal Geld. Das ist auch nicht ein zu unterschätzender Faktor. Auf jeden Fall an der Stelle. Das darf man nie vergessen und sollte man immer im Hinterkopf irgendwo behalten. So, aber das sieht doch jetzt gut aus. So sind wir doch hier sauber aus der Nummer rausgekommen. Einmal nur neu planen. Das haben wir, glaube ich, schon in der Vergangenheit das ein oder andere Mal deutlich schlimmer erlebt. Würde ich zumindest mal so behaupten. So, hier gehen wir gerade, dann darf hier ein Fältchen rein, dann machen wir hier dicht. Und machen hier zu.
So. Sieht doch gut aus. Dann haben wir auch schon unsere ersten Kakaoplantagen. Wenn die alle laufen, haben wir auch noch so gerade eben genug Arbeitskräfte. Das passt also auch. Und ich glaube, wir brauchen am Ende nicht so viel Obreros. Ich meine, schaut es euch an. Wir haben jetzt schon zu viele und ja, wir können hier auch Schokoladenfabriken bauen, wenn wir eh Obreros über haben. Müssen dann aber entweder den Zucker oder den Zuckerrohr anliefern. Das könnte ein Thema sein. 2, 4, 6, 8 heißt, wir könnten hier schon mal 4 Produktionen für Schokolade aufbauen. 1, 2, 3, 4. Einmal pausieren bitte und dann kriegen wir das, glaube ich, hier auch ganz gut gelöst. Natürlich das Lagerhaus einmal upgraden. Bilanz ist noch positiv. Das stimmt mich auf jeden Fall positiv, dass wir hier gut zurechtkommen werden. Und eine Farm werde ich hier definitiv nochmal ziehen, um hier entsprechend an der Küste den Platz auch auszunutzen. So, hier sind wir an der Grenze. Heißt, hier ziehen wir einmal unsere Straße. Das kriegen wir jetzt keinen nach links mehr, ne? Kriegen wir das einen nach unten? Nein, schade. Ne, okay. Dann ist es halb so wild. Dann haben wir halt hier diese eine Kachel. Aber dann können wir das hier abreißen, weil das brauchen wir nicht mehr. Wir haben hier die Straßenverbindung. Haben hier entsprechend komplett die Ecke geschlossen. Und das ist wieder das Wichtige, was mich dann interessiert. Dass wir hier alles sauber schließen. Wobei, wenn wir das anders machen. Ja, ich weiß. Kriegen wir hier vielleicht noch eine Schokoladenfabrik hin? Die würden wir hier hinkriegen. Aber dadurch wären es dann nicht mehr oder weniger Felder, ne? Dadurch wären es nicht mehr oder weniger Felder, oder? Ha! Das ist sehr schön, denn ich bin ja ein Freund von geraden Linien. Und so haben wir hier nochmal einen sehr schönen, geraden, sauberen Abschluss gefunden. Och, das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Heißt, wir brauchen aber auch noch eine Kakaoplantage, um entsprechend hier jetzt den Rest abzufrühstücken. Und da nutzen wir doch jetzt einfach mal diese Ecke hier, um sie komplett auszufüllen. Vielleicht nicht ganz komplett. Machen wir mal hier so 3, 4, 5. Ja. Ja, vielleicht erstmal nicht so ganz krass in die Ecke. Dann gucken lieber, dass wir hier erstmal eine gerade Linie hinkriegen. Jetzt können wir da oben dicht machen. Weil wir kommen von der anderen Seite ja auch noch rein. Dann können wir nämlich hier im Zweifel noch die Straße weiterführen. Weil ich glaube fast, ja okay, das hier gilt als Lagerhaus. Dementsprechend sollte das soweit reichen und passen. Hier haben wir einiges an Straßen, die wir nicht mehr benötigen. Das hier sieht von dem Lager auch sehr gut aus. Da laufen die Züge. Da ist gerade ein Zug unterwegs, der hier aber warten muss, weil die Strecke hier blockiert ist, weil die zurückkommen. Aber ich sag mal so, solange die Lager hier nicht volllaufen, haben wir alles richtig gemacht. Und das sieht gut aus. Das sieht gut aus, dass das sauber funktioniert mit dem Öl. Das hätte ich so ehrlicherweise nicht gedacht. Das muss ich dann doch auch einfach mal gestehen. So, der Zug fährt hinterher. Fährt hier hinten schon wieder hin. Das Lager ist fast leer. Hier kommen schon die neuen. Das Lager ist fast leer. Das reicht jetzt schon mit dem Ölhafen entsprechend aus. Und wird funktionieren. Da wir das Öl aber noch nicht brauchen, einmal pausieren. Spart uns nämlich 750 in den Betriebskosten. Und ich sag mal so, 750 ist dann doch schon eine Menge Holz.
3 Anlegestellen. Was machen wir hier? Wir machen mal Schokolade, liefern einmal Schokolade weg, liefern einmal Hüte weg. Liefern Lebensmittel an, ja, dann reichen diese 4 Anlegestellen. Heißt, wir kümmern uns jetzt noch darum, hier für mehr Lagerplatz zu sorgen und schauen. Ups. Warum will das denn hier drehen? Geht das so nicht? Hallo? Warum geht denn das da nicht ran? Das ist ja interessant. Das hier ist alles schon im Hafenbereich. Und ich kann nicht im Hafenbereich bauen. Das ist interessant. Okay. Dann sei es so. Ah ja, hier geht's dann. Okay. Eigenartig. Dann schauen wir mal, ob wir so aufbauen. Wenn wir das dann so machen, haben wir auch wieder hier das ganze Stück schön gerade. Na, hier haben wir dann die erste Lücke. Okay. Aber so sieht es doch ganz gut aus. Ich meine, hier müssen wir gerade bei den Lagerhäusern jetzt nicht auf maximale Effizienz gehen, sondern schauen einfach, wie es gut passt, wie es sich gerade ausgeht, was wir da noch so hinbekommen. Und wenn wir halt hier eine größere Lücke wie hier haben, wo nichts mehr hingeht, ist das für mich aber auch nicht weiter tragisch. Das kaschieren wir dann einmal mit ein bisschen Keimauer. Und schon wissen wir oder sehen wir gar nicht mehr, dass wir hier eigentlich noch mega viel Platz hätten. Komm, eins geht's doch noch, oder? Bin ein Freund von diesen spitzen Winkeln hier. Gerade hier, wo wir es jetzt hinkriegen, weil wir hier ein bisschen mehr Platz haben. Das war eins zu viel. Das sieht doch einfach gut aus. Das sieht doch einfach gut aus. Und wenn wir dann hier noch die Art und Weise ändern, sieht es noch ein bisschen besser aus. Ja, das gefällt mir durchaus ganz gut. Hier haben wir eine Kachel, die nicht bebaubar ist. Und zwar weder auf Land noch zu Wasser. Warum auch immer. Interessant. Sehr interessant. Das verstehe ich nicht ganz, warum das so ist. Sonst hätten wir hier auch lagerhausmäßig noch ein bisschen was anders, noch mehr machen können, aber gut. Das heißt, rum am Ende passt es ja irgendwie. Hier verbinden wir das Ganze noch fiktiv mit dem Ölhafen und verheiraten das. Finden hier so einen Spitzenabschluss. Und dann haben wir hier doch auch einen ganz schicken Hafenbereich mit mehr als genug Lagerfläche. Wo wir dann im Zweifel hier sogar noch mal ein paar, Häuser abreißen können. Für Anlegestellen, wenn das doch nicht so sauber funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Wunderbar. Schokoladenproduktion, wie gesagt, ist kakaomäßig vorbereitet. Heißt, wir haben schon mal den Kakao und die ersten Schokoladenfabriken. Brauchen jetzt noch Zuckerraffinerien oder Zuckerrohr, also Zucker oder Zuckerrohr. Ich denke mal nicht, dass wir es auf der Insel den Zucker machen. Ich schätze mal, dass wir das eher irgendwo hier vielleicht machen. Die Insel haben wir ja schon so ein bisschen vorgeplant. Die können wir vielleicht echt nutzen, um Zuckerrohr aufzubauen, oder? Warum denn nicht? Die können wir echt dafür nutzen. So, hier dieser kleine Inselteil zum Beispiel.
Wir planen hier einmal die Schiene zu Ende. So, Schiene zu Ende geplant. Und dann können wir hier einfach mal schauen, dass wir hier Zucker herstellen. Ich meine, die haben auch nicht so viele Felder, die Farm. Dementsprechend, ja, das ist, wird deutlich zu viel sein. Dementsprechend ist das hier eigentlich eine immer sehr entspannte Angelegenheit mit Zuckerrohr im Vergleich zu den anderen Farmen, die wir jetzt in den letzten Folgen so gemacht haben und gebastelt haben. Und da sehen wir schon, die brauchen nicht viel. Die brauchen wirklich nicht viel. So, hier brauchen wir aber noch einen Übergang irgendwo. Nur wo wollen wir den machen? Wir brauchen hier auf jeden Fall eine Feuerwehr. So, machen hier einmal dicht. Bauen dann hier irgendwo den Übergang, je nachdem wie viel Felder die Farm noch braucht. Wieder ein Knick, okay. Aber gut, das gehört dazu. Und dann können wir hier ganz easy noch mindestens 2 Farmen setzen, bevor wir hier auch voll sind. Ja, 2 Farmen ist, glaube ich, ganz gut. Mit der hier kommen wir nämlich dann schon hier wieder rum und können hier entsprechend anfangen, die Lücke zu schließen. Hier das nächste Lagerhaus. Hier der nächste Zuckerrohr. Und dann können wir hier schon wieder die nächsten Fältchen ziehen. In der Hoffnung, dass es diesmal ganz gut passen wird. Und nicht so ätzend wie auf anderen Inseln. Da haben wir ja jetzt durchaus schlechte, eher schlechte Erfahrungen gemacht. Naja. Da habe ich ein gutes Stück vergessen. Okay. Kein Problem. 2 Fältchen noch. 1, 2. So, wir wollen ja auch jede Kachel nutzen hier an der Stelle. Ob wir hier überhaupt so weit hoch müssen, steht jetzt auch nochmal auf dem anderen Blatt. Ich glaube eher nicht, aber das schauen wir dann mal noch. Wenn das jetzt mit den Feldern knapp werden sollte. Aber so vom Bauchgefühl her so viel zu Bauchgefühl. 41. Nee, 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 nee. Aber dann können wir hier mit der Zuckerproduktion anfangen. Oh, ist das Gebäude groß. Alles klar. Kriegen wir hier nur ein Gebäude dann rein? Kann man das nicht alles hier ein bisschen kompakter bauen? So, das dahin. Schokolade. 1, 2, 3 und einmal Zucker. Und dann müssen wir das einmal tauschen. Bringt das sogar nochmal ein Feld effizienter hin, dadurch. Und schauen jetzt mal, dass wir hier zuerst die Lücke füllen. Vom Lagerhaus und von dieser Ecke. So. Komm dann da rum, komm dann hier rum. Ich könnte stundenlang so basteln, ich sag's euch. Ich könnte stundenlang so basteln. Okay.
habe das Gefühl, als würden wir hier halt nochmal eine Zuckerplantage hinkriegen. Zuckerplantage, Zuckerproduktion. Ich glaube, wir kriegen hier noch eine zweite Zuckerproduktion hin. Wir brauchen auf jeden Fall das Lagerhaus, das ist klar. Wir brauchen den Zucker, ja. Das hier ist das Problem. Dass wir hier zwar jetzt dicht machen können. Aber nicht so weit, wie ich gerne hätte. Aha. Da kommen wir doch der Sache näher. So. Eins. Zwei. Das hier können wir, glaube ich, auch hier unten schon mal stehen lassen. So generell. Ich glaube, das passt inzwischen. Wenn wir die Ecke hier so oder so schließen wollen. Dann kommt es jetzt nur noch hier drauf an. Aber das ist halt manchmal ein bisschen aus- und rumprobieren. Ein Feld haben wir zu wenig. Das finde ich aber jetzt nicht unbedingt weiter tragisch. Ein Feldchen ist okay am Ende, wenn das über ist. Ja, das kriegen wir auch nicht hin, oder? Kriegen wir das irgendwie anders gelöst, dass wir das eine Feld noch rausholen, indem wir das hier verschieben? Aber dann kommen wir nämlich oben nicht mehr in die Ecke. Außer... das so rum. Kommen wir da noch mit Feldern lang? Ja. Ja, 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 ja. Das funktioniert. Das funktioniert. Aber sogar hier 5 Kacheln zu viel jetzt am Ende, wo gerade einen zu wenig war. Nur weil wir es einmal ein bisschen umgestellt haben. Aber das ist halt dieses Ausprobieren und einfach mal rumbasteln und gucken und testen. Und schon haben wir hier unsere erste Produktion. Das ist doch wirklich sehr nice. Blanca Renas. Okay. Blanca Renas kriegt jetzt Baumaterial. So, nämlich 2x Bretter, die brauchen wir jetzt am Anfang. Dann brauchen wir am Anfang ganz viele Steinchen. Dann brauchen wir Stahl und ein paar Fenster und ein bisschen Stahlbeton. So können wir nämlich dann schon mal anfangen. Ist sogar die erste Insel hier auf unserer Map. Dann sieht das doch schon. Direkt mal hier pausieren. Aufbauen, 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 pausieren. Und die Zuckerdinger sind auch gar nicht so teuer in den Arbeitskräften. 50 Obreros, das ist jetzt nicht so viel. Nice. Ja, aber dann haben wir schon mal das erste Inselstückchen und das gefällt mir wirklich ganz gut. Ich finde, das haben wir gut hinbekommen. Das haben wir gut hinbekommen, dann machen wir jetzt noch das zweite Inselstückchen. Und dann haben wir es für die Folge auch schon wieder. Also die Zeit hier... gefühlt haben wir gerade erst angefangen und schon ist wieder eine halbe Stunde voll. Das ist echt immer wieder unglaublich, wie man sich da zeitlich auch durchaus mal vertun kann. Und was ja für ein schlechtes Zeitgefühl ich dann am Ende auch habe. Auch das ist hier mit der Mine aber kacke, dass man hier automatisch tote Kacheln hat. Die Minen werden wir übrigens eh nie angehen, deswegen beachte ich sie gar nicht. Wir werden nie irgendwas Richtung Goldproduktion machen. Dementsprechend brauchen wir es auch gar nicht erst anfangen zu berücksichtigen. Und deswegen mache ich es auch einfach nicht. So einfach ist es. So simpel ist es am Ende. So, auch hier
wieder das gleiche Spiel. Einmal Farm bis zum Abwinken. Einmal Felder ohne Ende. Und einmal bis nach hier hinten ziehen. So, hier schaue ich jetzt schon, dass wir hier möglichst platzeffizient in die Ecke reinkommen. Damit wir sie hier schon mal anfangen können auszufüllen. Werden wir natürlich nicht ganz schaffen, aber ein gutes Stück haben wir schon. Das ist auch schon mal viel wert. Und dann können wir hier nochmal eine Farm auf jeden Fall hier hinsetzen. Hier weiter in die Ecke gehen. Und dann schätze ich mal, brauchen wir eh nur noch eine, oder? Dann machen wir hier den Abschluss. Wenn wir nämlich nur noch eine brauchen. Ich ziehe jetzt einfach mal großzügig. Ja. Auch das kriegen wir gut hin. Ich glaube, wenn wir hier nochmal eine Zuckerproduktion machen. Hier nochmal einen Weg. Und hier nochmal eine Farm. Haben wir ein paar Fältchen über. Okay. Die Feuerwehr bräuchten wir. Und ich glaube, nochmal eine Zuckerproduktion kriegen wir hier nicht hin, oder? Ich glaube, das sind zu viele Felder, die hier jetzt drauf gehen. Aber ich lasse mich ja immer gerne eines Besseren belehren. Ja. Aber das sind nicht viele. Das sind nicht viele, das kriegen wir hin. Wie viel brauchen wir? 9. 9 Felder optimieren. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das wären die 9 Felder, die wir jetzt optimieren müssen. Okay. Kriegen wir ja schon mal hin, indem wir hier zum Beispiel ein Lagerhaus setzen. Aber wir gehen hier mal rum. Beziehungsweise vielleicht sogar hier die Farm rein. Daneben dann das Lagerhaus. Hier mit der Farm schon mal die Felder weiterziehen. So. Ich habe es aktuell mit möglichst optimiert bauen, weil ich jetzt schon eigentlich mir denken kann, dass wir am Ende das größte Problem mit den Kacheln haben werden. Das größte Problem werden die Kacheln sein. In der neuen Welt. Die wir nicht ausreichend zur Verfügung haben. So, hier müssten wir mit 2 Farmen raus, richtig? Richtig. So kommen wir nicht mit 2 Farmen raus. Auch richtig. So kommen wir nur mit 1 raus, oder? Ja, so kommen wir nur mit 1 raus. Wenn wir es so bauen, kommen wir mit 2 raus. Ja, kommen wieder. Dann kriegen wir nämlich hier noch einmal Zucker hin. Da kriegen wir jetzt aber keine Farm mehr hin. Ich glaube, es geht sich um ein Feld nicht aus, aber ganz ehrlich, wenn es jetzt an ein Feld scheitert, ich glaube, das ist verkraftbar, oder? Ich glaube, das ist verkraftbar. Wenn hier jetzt 1 zu wenig ist.
Es geht sich genau aus. Ja, also, das Basteln hat sich gelohnt. Wir können hier einmal upgraden. Und lasst uns dann tatsächlich für heute wieder gut sein. Schaltet also gerne auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es hier heißt Let's Play Vanilla Anno 1800. Wir bewegen uns jetzt so langsam auch darauf zu, dass wir in der alten Welt mal ein bisschen weitermachen werden. Das wird so, ja, vielleicht danach noch eine Kaffeeinsel und dann gehen wir rüber in die alte Welt auf jeden Fall. Schaltet also auch gerne beim nächsten Mal wieder ein, wenn ihr nichts verpassen möchtet. Lasst natürlich ein Abo da und einen Daumen nach oben, wenn euch diese Folge und natürlich auch dieses Let's Play gefallen hat. Bis dahin, euer Zebra. Ciao.